Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Psst, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich bin im Dienst. Du bist lustig, aber du siehst gar nicht wie ein richtiger Polizist aus. Du hast gar keinen Revolver. Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dilsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. Und was ist mit der Waffe? Wozu brauchst du die? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Weißt du... Dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen
wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur. Abmarsch. Inspekteur Legrand, es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge. Aber, Monsieur, da gibt es bestimmt mehr, was ich tun kann. Ich habe gesehen, dass ein Tresor verladen wurde. Wir haben alles im Griff. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spuren. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind, was tue ich hier im Zug? Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Wir sind hier in der Schweiz. Ein Tresor wurde verladen. Vielleicht ist hier ein Geldtransport im Gange. Sie glauben, ich bewache einen Geldtransport? Noch dazu in der Schweiz? Nein. Was bewache ich? Könnte es sich vielleicht um einen Edelstein handeln, der auf große Fahrt gehen soll? Sie raten nur. Sie können nicht wissen, was in dem Tresor ist. Aber wenn es doch so wäre? Dann würde ich Sie fragen, warum es hier im Zug nicht von Uniformierten wimmelt. Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Evident. Aber warum nicht? Es ist eine Falle. Ah, jetzt geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne Sie zurecht. Nein. Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um Sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Hallo? Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew. Ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. Also dann.
ist jung und attraktiv. Und er fährt durch die schönste Berglandschaft der Welt. Man kann nur hoffen, seine Geige ist besser gestimmt als er. Der Geiger ist jung und attraktiv. Man kann nur... Hallo, der Herr. Grüß Sie. Wie ich sehe, sind Sie Geiger. Ja, das stimmt. Ein wundervolles Instrument. Die Musik der Geige spricht direkt zur Seele. Deswegen habe ich Sie spielen gelernt. Spielen Sie in einem Orchester? Nein, Orchester sind nicht meine Welt. Ein Solo-Geiger. Die Besten Ihrer Zunft kommen viel herum und verdienen eine schöne Stange Geld, wie man liest. Dann gehöre ich wohl leider nicht zu den Besten. Fahren Sie durch bis nach Istanbul? Nein, ich steige in Venedig auf ein Schiff. Ich bin am Weg nach Kairo. Kairo? Ich spiele dort auf einer Vernissage im Ägyptischen Museum. Ich bin sicher, Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg. Aber sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Personen, die sich verdächtig verhalten haben, zum Beispiel. Um Gottes Willen, gibt es einen Grund zur Besorgnis? Alles in Ordnung, mein Herr. Wir Schweizer sind nur vorsichtige Leute. Verstehe. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Zu freundlich. Danke. Oh, Verzeihung. Kein Problem, die Uniform ist wasserfest, Mr. Lucien. Professor Edgar Lucien. Oh, ein Professor. Sind Sie Forscher? Arbeiten Sie vielleicht an der Sorbonne? Nein, ich arbeite im Britischen Museum in London. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie den Einbruch vor 2 Tagen ja sozusagen hautnah miterlebt. Nein, das kann man so nicht sagen. Nein? Es hat einige Aufregung gegeben, aber ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. In Ihrem Museum wird eingebrochen? Und es hat Sie nicht weiter gekümmert? Nun, mich interessiert kaum etwas, das in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Ganz wie Sie meinen. Der berühmte Inspektor Legrand ist im Zug. Ich vermute, Sie kennen ihn. Nein. Sollte ich? Sie kennen ihn nicht? Und Sie wissen auch nicht, was er hier tut? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte nur, Sie als Vertreter des Britischen Museums, ein bewachter Tresor im Zug? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Darf ich fragen, wohin Sie fahren? Natürlich, nach Venedig. Ich treffe mich dort mit einigen Kollegen. Venedig? Eine wundervolle Stadt, wie man so hört. Gewiss, aber ich muss mich nun wirklich verabschieden. Nur eines noch. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hier? Im Zug? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich war allerdings auch fast die ganze Zeit in meinem Abteil. Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten, aber Sie verstehen schon, dass mich vor allem die Gegenwart und da insbesondere der Einbruch ins Museum interessiert. Natürlich, natürlich. Es ist nur, ich habe es etwas eilig. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Was? Was soll das? Ist etwas, Sir? Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Na, das werden wir gleich haben. Das Abteil ist abgeschlossen. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe den Steward gefragt. Der wollte mir einen bringen, ist aber nicht zurückgekommen. Irgendjemand hat abgeschlossen. Finden Sie den Steward. Er soll mir sofort den Schlüssel bringen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Also schön. Warten Sie hier.